Jo moin, sowas hat sich spontan dazu entschieden, da die 7-mal Elixier-Challenge so gut ankam, eine 20-Sieges-Challenge mit mal 7 Elixier zu bringen. Es waren wirklich unfassbare Games dabei. Ich war kurz vorm Nerventod, ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch. Ich war sowas von kurz davor, komplett auszurasten, weil diese Challenge ist wirklich episch und sowas habe ich noch nie in meinem Clash Royale-Leben nach 4 Jahren erlebt. Wenn ihr keine weiteren Clash-Reihe auf dem Kanal verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, schreibt gerne in den Kommentaren, was haltet ihr von dieser mal 7 Elixier Challenge? Habt ihr sie geschafft? Welches Deck habt ihr gespielt? Denkt dran, wenn ihr mich noch in-game supporten wollt, benutzt gerne Code Morten, würde mich extrem freuen. Und ich würde sagen, Jungs, viel Spaß bei diesem geilen, epischen Video. Ab geht's. Los geht's, Fokus. Dark Angel, Dark Engel, aus der Frankenpower. Viel Glück an ihn, Junge, viel Glück an ihn. E-Golem. E-Golem hinten ist, glaube ich, nicht der Play in der Challenge. Habe ich vorhin selbst gemerkt. Das ist nicht der Play, mein Sohn. Damit ist nämlich sein Turm schon down. Und wir sollten es verteidigt bekommen, aber ich sehe gerade, das ist ein bisschen mehr als erhofft da, was hier ankommt an meinem Turm. Ja, es ist schon. Hater würden sagen, es ist ein großer Push. Die kiten alles rüber. Dann spielen wir das hier so. Jetzt gibt es hier die Walnuss. Jetzt gibt es den nächsten Nado. Jetzt gibt es hier das hier. Hater würden sagen, ich habe das gerade flawless defended. Benedo, dass der Miner die angreift. Perfekt. King ist an. Habe ich das mit Absicht gemacht? Habe ich mit Absicht gemacht. Let's go, Jungs, let's go. 16 zu 0. Du, Jantos. Wir gehen mit E-Golem rein. Machen wir es so, dass der alles getargetet wird. Jetzt gibt es hier meine Wallbreaker rein. Auf der anderen Seite, jetzt gibt es das hier. Nächster Magic Archer. Ist okay, ist der connected? Das ist komplett okay. Glaube ich. Hoffentlich. Ging es an, aber ich habe glaube ich verloren. Das zu verteidigen. Digga! Warum hat er so viele Truppen auf dem Feld? Welp!
16-1. 16-1er, 4 Siege noch, Jungs. 4 Siege noch. Oh nee, Junge, freu dich! Nein, Junge, ich... Mann! Ich läge auch noch übelst krass gerade, Junge. Warum kommen meine Karten nicht? Ja, okay, ich glaube, das ist verloren. Ich glaube tatsächlich, das sieht gar nicht gut aus. Junge, holy fuck, wie broken ist Firecracker in diesem Scheißmodus, Junge. Ich tilte komplett weg. Oh Mann! Nein, come on Jungs, wir schaffen das. Er spielt kein Spell Cycle, okay, gute Nachrichten. Er spielt E-Golem. Es gibt zwei Decks in der Challenge, E-Golem und Spell Cycle. Finde ich nice. Achso, Koboldhütte, ja. Das ist so ein Hüttenspammer. Wie nice. Hüttenspammer mit E-Golem, Junge. Richtig sympathischer Dude. Ich glaube, das gewinnen wir. Und noch ein Gameplan. Das gewinnen wir. Bin mir so sicher. Bin mir so sicher. Ich bin so confident. Bin so confident, dass wir es gewinnen. Ich bin zu confident, dass wir es gewinnen. Koboldhütten predict mit Poison, wahrscheinlich. Backen, aber das gewinnen wir. Sehr, sehr wichtig, Jungs. Das gewinnen wir eigentlich, außer wir joken jetzt rein. Was ich nicht glaube, dafür bin ich zu confident. Nee, wir haben viel zu viel Elixier, das Game easy defended. Ah, ne Lumberjack! Welp, Digga! Okay. Let's go! 17-1. Digga, drei Siege noch! Dünn auf meine geile Olga! Fokus, Jungs! Fokus, come on, Junge! Wenn es einer schaffen kann, dann sind wir es! Und ihr zusammen! Alle ein... Oh nein, Junge, jetzt müssen wir rein! Nee, Digga, das scheint... so funktioniert es nicht! Du kannst nicht nur Spell cyclen, du musst doch verteidigen! Nee, so funktioniert es nicht! Nein! Das wird nicht funktionieren, mein Sohn! Wir haben jetzt so viel Elixier! Das wird nicht funktionieren. Digga, schnell. Gib mir die Karten. Digga, Freezen funktioniert nicht. Skellies rein. Auch rein. Na, schnell. Wir brauchen Spells. Let's go. Yes. Zwei noch. Was ist das für eine Scheiß-Challenge? 18-2. Come on, bitte. Zwei Siege noch.
E-Golem. Nein! E-Golem! Oh, oh, Ehrenfeuerquecker! Ja, geh in den Poison. Oh ja. Okay. Was ist das hier für ein Schmutz? Digga, die Bombe haut aber fett rein in die Ölsch, ne? Poison drauf. Nächster. Oh mein Gott, das werden wir gewinnen. Ich spüre es. Ich spüre es, dass wir das Spiel gewinnen werden. Wir werden das Spiel gewinnen, Jungs. Oh, der Poison! Come on, Jungs, ich bin komplett motiviert. Okay, das war eine fragwürdige Walnuss. Das gewinnen wir, Jungs, das gewinnen wir. Ich bin zu confident gerade. Wir können das nicht verlieren. Das ist auch nicht das beste, das ist der beste Move von ihm gerade. Jetzt diesen hier bringen, plus Nado, plus diesen hier. Wir sind so abgehoben, können sogar defensiv meiner. Oh, Digga, diese Poisons, Junge. Wir kriegen so viel Value in die Ölsch. Digga, er hat 3 Giant Skills auf dem Feld, Junge. Holy fuck, wer bist du denn? Oh, dieser Poison Spell schon wieder. Oh, Digga, diese Poison Spells sind zu nice. Ja, das mit Damage hat schon mal nicht so ein Point, da bin ich ehrlich. Da muss man nochmal Kritik üben am Gegner für die Konfidenz. Digga, diese Schmutzviecher, Junge, überleben einfach. Das ist doch so dumm, so hohl, so kacke, so scheiße, so Bullshit. Mann, was soll ich denn tun, Junge? Die überleben die ganze Zeit. Welp, Welp, Welp. Oh Mann, schon wieder überlebt der. Offensiver Bombturm einfach. Oh! Wir gewinnen, wir gewinnen, wir gewinnen. Oh yes, 19 zu 2, ein Sieg noch, Jungs. Das letzte entscheidende Game. Das letzte entscheidende Game für die 20, Digga. Entweder wir können uns selbst verkaufen oder wir schaffen die 20 Siege. Let's go. Ein asiatischer Kollege, bitte kein Space Cycle mit Bombenturm. Nein, nein, Digga, wenn er jetzt noch einen Bombenturm hat. Oh, ein E-Golem, okay. Wir verlieren das nicht. Wir werden das nicht verlieren. Wir werden kämpfen bis zum Umfallen. Wir werden dieses Spiel gewinnen, Junge. Ja, 20 Siege. Yes. Let's go. Yes, 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 wir haben es geschafft. Oh mein Gott, was eine abgeschwitzte Rotze, Mann. Let's go. Let's go. Let's go, 20 zu 1. Oh. Ah ja. 20 zu 2, Jungs. 20 zu 2 in der Legendary Bonus. 20 Siege. Unbegrenzte Elixir-Herausforderung. Oh mein Gott, das war die größte Schwitzerei meines Lebens. Let's fucking go, Jungs.